Wenn ein Gletscher schmilzt, brechen einzelne Eisblöcke vom Ganzen ab. Diese abgebrochenen Stücke nennt man Toteis. Verschiedene Sedimente wie Sand, Schluff, Ton erreichen durch die Luft oder den schmelzenden Gletscher den Toteisblock und überdecken ihn mit der Zeit. Diese Sedimentüberdeckung isoliert den übrig gebliebenen Block, weswegen das Toteis nur sehr langsam schmilzt. Wird der Boden durch die Klimaveränderung wärmer, fängt das Eis doch noch an zu schmelzen und es entsteht ein Hohlraum unter der Bodendecke. Diese Sedimente sacken in den Hohlraum und es entsteht ein kleiner, rundlicher Kessel, welcher als Toteisloch bezeichnet wird. Wenn dieser nun unterhalb des Grundwasserspiegels liegt oder oberhalb einer abdichtenden Schicht, wird er sich mit Wasser füllen und es entsteht ein Toteissee. So ist zum Beispiel der Weiße See in Berlin-Pankow entstanden.